Hallo und herzlich willkommen in Year of the Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Vom Großmeisterturnier in Malmö habe ich eine weitere Partie ausgesucht. Und diesmal nicht von Vincent Keimer, sondern die Partie aus der sechsten Runde zwischen Jordan van Forest und Jonas Buhl-Bjerre. Warum? Ganz einfach. Erstmal ist eine schöne, schnittige Angriffspartie. Und zweitens, Van Forest wählte hier den Grand Prix-Angriff gegen die sizilianische Verteidigung. Und ich bin mir sicher, sehr viele Vereinsspieler sind sehr interessiert an Partien, in der diese Variante gewählt wird. Denn sie ist sehr beliebt auf Vereinsspielerniveau. Auf Großmeisterniveau sieht man sie selten. Umso mehr auch ein weiterer Grund, um die Partie hier zu zeigen. Okay, gehen wir rein. E4, C5, sizilianisch. Springer C3. Nicht der Hauptzug Springer F3, sondern Springer C3. Hier hat Schwarz natürlich verschiedene Möglichkeiten. Springer C6, G6, A6, gibt viele Züge. D6 spielt hier Bjerre. Und jetzt der Grundaufbau des Grand Prix-Angriffs F4. Das kann man auch gegen die anderen Züge machen, ne? Auch gegen G6 und Springer C6. Jetzt geht es hier weiter mit G6, Springer F3, Läufer G7. Und hier spielte man früher immer Läufer C4. Und die Idee des Grand Prix-Angriffs ist, kurze Rochade und dann ganz schnell F5. Attacke auf der F-Linie, der Läufer ist hier schon in die richtige Richtung, zeigt der Läufer nach F7 zum schwachen Punkt. Und dieser Aufbau und diese Art des Spiels in der Eröffnung ist wirklich sehr, sehr beliebt auf Vereinsspielerniveau. Man hat natürlich in der Theorie gute Gegenmittel gefunden gegen Läufer C4 und ist dann übergegangen, bei den Profis zumindest, Läufer B5 Schach zu spielen zuerst. Man möchte damit eine Figur nach D7 locken. Aus schwarzer Sicht ist es logisch, einen Läufer dahin zu stellen. Das hat hier Bjerre auch gemacht. Die Idee ist, jetzt hat Schwarz nicht mehr die gute Kontrolle über das Feld D5. Wenn die Dame drauf schaut, dann gibt es immer Varianten später E6, Springer E7 und D5. Aber wenn der Läufer dazwischen steht, können wir jetzt erstmal den Läufer wieder zurückziehen, Läufer C4. Und Schwarz kann nicht so leicht D5 spielen. Darauf beruht sehr häufig das Gegenspiel. Im Übrigen hatte Nigel Short gegen den gleichen Gegner hier, Bjerre, ich glaube, das war in der dritten Runde, bin mir jetzt aber nicht sicher, dritte Runde war das, glaube ich, beim gleichen Turnier A4 gespielt. Und ich vermute mal, dass Van Forest das gesehen hat. Und natürlich hat er das gesehen und hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, wieso nicht, probieren wir auch den Grand Prix-Angriff, spielen aber hier den Hauptzug Läufer C4. Gehen wir zurück. Springer C6. Und hier ist eine sehr interessante Abzweigung. Der internationale Meister Steve Berger, der vielen von euch natürlich bekannt ist, weil er auch auf Twitch streamt, hat hier mal eine DVD gemacht für Chessbase zu diesem Komplex, Variantenkomplex. Und da hat er, ich meine, Rochade analysiert. Bjerre spielt allerdings, Van Forest spielt allerdings D3. Hier gibt es einen signifikanten Unterschied. Werden wir gleich auch in der Partie sehen. D3 sperrt den Läufer ab. Der kann nicht mehr zurück. Nach Rochade kann Schwarz Springer A5 spielen, diesen Läufer attackieren. Das ist eine wichtige Variante. Hier kann der Läufer zurück nach E2. Dann steht der Springer am Rand. Man hat mit Weiß natürlich diesen Läufer schon dreimal gezogen, aber Schwarz hat jetzt den Springer an den Rand gestellt. Man kann hier wieder zurück nach C6 und der Läufer kann nach C4. Das wäre eine lustige Zugwiederholung. Man kann aber natürlich auch D3 spielen oder einen anderen Zug. A3 vielleicht. Oder A4 und dann den Läufer wieder nach C4 stellen. Ich bin jetzt auch nicht so ganz firm hier mit der Theorie. Aber wie gesagt, Van Forest spielt hier D3 und verzögert die kurze Rochade. Das hat einen Vorteil in vielen Varianten. Hier spielt er jetzt Bjerre Springer A5, greift den Läufer an. Das ist ein guter Zug und so haben schon viele in der Praxis fortgesetzt. Einfach nur, um diesen Läufer loszuwerden. Das ist eine starke Figur. Außerdem stellt Schwarz eine Drohung auf. Wenn Weiß jetzt hier unvorsichtig wäre und rochieren würde, dann würde Schwarz hier tauschen. Springer C4, DC4, Läufer schlägt C3, B schlägt C3, Läufer C6 zum Beispiel. Und Weiß hätte eine katastrophale Bauernstruktur hier. Dieser Trippelbauer ist ein Riesenproblem und Schwarz steht hier klar besser.
Deswegen nach Springer A5 spielt Weiß hier Läufer D2. Deckt erstmal den Springer. Und gleich werden wir einen großen Unterschied sehen zu Siebtens Rochade. Weiß hat jetzt noch nicht rochiert. So, Bjerre hier dachte länger nach, fast 10 Minuten, und nahm auf C4 raus. Was meint ihr? Ist das ein guter Zug? Oder könnte das ein Fehler sein? Was meint ihr? Tatsächlich ist Springer schlicht C4 hier zu früh. Prinzipiell möchte man den Springer gegen den Läufer tauschen, aber der Läufer, der kommt sowieso nicht weg. Ne? Der kann sowieso nirgends hin. Schwarz ist nicht verpflichtet, jetzt sofort zu schlagen. Besser wäre erstmal E6. E6, Springer E7 und dann kurz Rochade. Solche Sachen. Ja? Springer schlicht C4 hat einen signifikanten Nachteil. Schauen wir mal. D schlicht C4. Und jetzt hat Weiß einen sehr simplen Plan. Ich habe mir mal das Ganze natürlich auch angeschaut, was in der Praxis hier schon gespielt wurde. Der Plan von Weiß lautet, Dame E2, lange Rochade. Weiß hat noch nicht kurz rochiert und will jetzt lang rochieren und dann am Königsflügel die Bauern vorschieben und attackieren. Und das war hier für Bjerre neu. Er spielte jetzt Springer F6, das ist ein auch ungenauer Zug. Besser Springer H6, sagt die Engine. Das Problem ist, dass nach Springer F6, sorry, es geht hier schon E5 sehr stark. DE5, FF5 zum Beispiel, Springer G4, Dame E2 und lange Rochade. Und der Springer steht hier schlecht, ne? H3 kriegt einen Tritt, dann muss er weg, dann kommt G4 hinterher und Weiß kann schön die Bauern vorschieben und steht hier fantastisch. Allerdings nutzte Van Voorhis nicht die Gunst der Stunde und spielte etwas zu schematisch sofort Dame E2 mit der Idee lange Rochade. E5 hat er erstmal noch nicht gespielt. Kurze Rochade, lange Rochade. Und jetzt spielt Bjerre super stark hier. Er merkt, dass er eventuell im Zentrum und am im Königsflügel überrollt wird von weißen Bauern. E5 ist hier natürlich eine sehr starke Drohung. Und spielt B5. Super. Super Zug. Hier ist der König, der Weiße, am Damenflügel. Linien öffnen. Die Engine sagt, lieber Van Voorhis, nimm nicht raus auf B5, spiel lieber E5. Da ist es der Zug, den du spielen musst. Springer E8 hier und dann H4. H5 angreifen am Königsflügel. Wie so häufig in Stellungen mit heterogenen Rochaden, also mit Königen auf entgegengesetzten Flügeln, ist es super wichtig, so schnell wie möglich den gegnerischen König anzugreifen. Stattdessen nahm Van Voorhis auf B5 raus. C schlicht B5. Und jetzt im Stile des Wolga-Gambits, sehr, sehr stark von Schwarz, A6, bietet ein weiteres Bauernopfer an, um Linien zum weißen König zu öffnen. Klassisch. Weiß macht es richtig. Er nimmt nicht raus auf A6. Wahrscheinlich hätte er hier sofort B6 spielen sollen. Aber er spielte E5. Griff den Springer. Hier dachte Van Voorhis schon so 6-7 Minuten nach. Vielleicht sah er hier was möglich ist, aber er traute sich nicht. Wie könnte Schwarz hier eine Figur opfern? Okay, wenn ich schon so frage, dann ist es klar. A schlicht B5. E schlicht F6. Und jetzt Läufer F6 oder E schlicht F6, beides okay. Und Schwarz bekommt enormes Gegenspiel am Damenflügel gegen den weißen König. Es droht B4, Turm A2. Und die Stellung ist wirklich super, super schwierig hier zu spielen. Aber Bjerre verließ hier den Mut, er ging mit dem Springer zurück, Springer E8. Und jetzt ein ganz starker Zug von Van Voorhis. Nicht die Stellung eröffnen am Damenflügel, B6. Das ist übrigens auch ein bekanntes Motiv aus dem Wolga-Gambit, wo Weiß den Bauern nicht nimmt auf A6, wobei da steht der König am Königsflügel, nicht am Damenflügel. Einfach nur, um die Linie nicht zu öffnen am Damenflügel. Okay, Schwarz nimmt raus, Dame schlicht B6. Jetzt kommt aber der Springer nach D5 mit Tempo. Greift die Mama an und den Bauern E7. Starker Zug von Bjerre, Dame B7. Den Bauern E7 nicht verteidigen. Einfach die Dame auf der B-Linie halten, hier. Eventuell Turm B8. Und der Läufer auf G7 guckt auch noch drauf. Hier wiederum rechnete Van Voorhis. Ja, er rechnete nicht, er verrechnete sich, sagen wir es mal so. Springer schlicht E7 hätte er machen sollen, Schach, König A8 und dann F5. Das ist aber so eine chaotische Stellung.
das ist super schwierig, hier alles zu berechnen. Die Engine sagt, dass Weiß ja klar besser steht. Das sind so Ideen wie Springer G5 auch, ne? Und wenn Schwarz auf F5 nimmt, mit dem Bauern Dame H5, solche Geschichten. Aber ultra kompliziert. Stattdessen spielte Van Forest Läufer C3. Sieht gut aus. Deckt den Bauern B2 prophylaktisch und guckt in die Richtung des schwarzen Läufers. Läufer E6 greift den Springer an. E schlicht D6, Rufzeichen. Die Pointe ist natürlich, wenn Schwarz hier auf D5 nimmt, kommt D schlicht E7 und der Turm auf F8 fällt. Bester Zug wäre gewesen, einfach zurückschlagen auf D6, Läufer G7, König G7 und das ist eine total unklare Stellung. Schwarz spielt hier voll richtig mit, ne? Beide Könige sind in Gefahr und ja, der Ausgang der Partie ist offen. Stattdessen, aus irgendeinem Grund, nahm Bjerre auf C3 raus mit dem Läufer. Droht natürlich Schachmatt auf B2, aber Weiß hat einen simplen Zwischenzug, und zwar Springer schlägt E7 Schach. Hier verlor jetzt Bjerre komplett den Faden. Er hätte König G7 spielen müssen, um das Feld F6 zu decken. Es gibt manche Varianten, in denen der König hilft, den Bauern nach F6 vorzuziehen, zum Beispiel wenn Dame E5 Schach kommt und Springer und Läufer nicht mehr da sind, um den Bauern, um das Feld zu decken. Da habe ich ein paar Varianten analysiert. Stattdessen ging der König nach H8. B schlicht C3. Der weiße König ist natürlich schön offen, aber Weiß hat inzwischen zwei Bauern mehr und das ist ein bisschen viel. Vor allen Dingen, der König hat ein Fluchtfeld mit D2, das heißt, er kann nicht so leicht matt gesetzt werden. Läufer schlicht A2, hier war eine Idee, aber dann kommt D7 einfach und Weiß gewinnt. Stattdessen probierte Bjerre Turm B8, aber es droht nicht wirklich was, weil der König kann weglaufen. Deswegen spielte Weiß Dame E5 Schach, Springer G7, Dame schlägt C5, holt sich noch einen Bauern, hat inzwischen wie viele Bauern mehr? Drei Bauern, das ist eine ganze Menge. Der Springer auf E7 auch ultra stark, ne? Deckt dieses Feld hier, damit kein Turm dahin kann. Turm FD8, Springer D4. Die Springer gucken jetzt hier rein. Ne? Dame schlicht G2, kriegt einen Bauern wieder. Turm HG1, Dame H3. Gut, die Stellung ist komplett gewonnen hier für Weiß. Deswegen will ich jetzt euch nicht alle Eventualitäten hier zeigen und gehe einfach durch bis zum Ende. Springer DC6, greift die beiden Türme an. Gabel, Springergabel nennt man sowas. Turm B5 greift die Mama an, die geht zurück. Dame D4, Turm D7 rettet den Turm. Turm G5. Turm schlicht G5, F schlicht G5, Dame G2. Ja. Dame G2. Ich habe gerade überlegt, warum hat er den Bauern nicht genommen hier. Ist wahrscheinlich aber eh egal. Springer E5 sieht ziemlich klar gewonnen aus, ne? Mit Angriff auf den Turm und dann der Bauer läuft im Prinzip durch, ne? Dame G2, H4. Weiß hat alle Zeit der Welt, ne? Weil Schwarz hat zwei Bauern weniger und kann kaum was ziehen. Turm B7, Springer D8 und hier gab Schwarz auf. Der Turm ist angegriffen, der Läufer ist angegriffen. Ja, was soll Schwarz hier machen? Turm D7 von mir aus, Springer schlicht E6 und hier muss der F-Bauer nehmen. Und Dame F6 sieht sehr stark aus, ne? Mit der Idee Dame F8 matt. Und auf Turm D8 kommt einfach Springer schlicht G6, Schach und der Turm fällt. Zum Beispiel. Ja, sehr souveräner Sieg letztendlich von Van Forest, der auch das Turnier mit 5 aus 6 auch souverän anführt. Ich hatte euch ja seinen Sieg auch der ersten Runde gegen Vincent Keimer gezeigt. Van Forest liegt auch in der Live-Weltrangliste inzwischen auf Nummer, ich gucke schnell, 33, über 2700 Elo-Punkte, 2706, hat sich stark verbessert. Vincent Keimer in Malmö bei 50% hat Remis gespielt gegen Nigel Short in der 6. Runde. Sehr ehrbares Remis. Und eine Runde gibt es noch. Und mal schauen, ob ich dann noch eine Partie zeige von Vincent Keimer von der letzten Runde. Ich hoffe, die Partie war für euch lehrreich. Grand Prix-Angriff, könnt ihr euch merken. Gibt es natürlich in verschiedenen Variationen. Ne? Springer C3 gegen Sizilianisch, dann F4, Läufer C4, Springer F3, kurze Hochrade und gib ihm. Ein simples Konstrukt, aber funktioniert häufig. Probiert es mal. Alles klar. Checkt auch meine anderen Kanäle aus. The Big Greek Highlights und The Big Greek Shorts. Das muss ich zum Schluss immer noch loswerden. Macht's gut.